Ja, ich habe gehört, Timo wird überarbeitet. Ja, die machen den, die nerven den bestimmt. Ja, ich guck mir die mal gleich an, die Patch Notes. Ja, wir hören uns. Tschö. Ah, dann wollen wir mal hier gucken. Schlitz! Liebe Freunde, liebe Mitspieler, heute ist ein trauriger Tag für alle League of Legends Spieler. Für EU West, über Nordamerika, bis hin zu den türkischen Servern. Denn, liebe Freunde, Rito hat gestern Folgendes bekannt gegeben. Im Zuge unserer umfangreichen Rework-Arbeiten bei einigen älteren Champions haben wir uns nun auch von Riot dazu entschlossen, Teemo zu überarbeiten. Satan höchstpersönlich wird im Laufe des nächsten Patches folgende neue Eigenschaften erhalten. Zum einen halten wir seine schon sehr nervige Passive für ein wenig zu schwach. Deswegen haben wir uns von Rito dazu entschieden, diese etwas zu buffen. Ihr werdet nur noch 1,5 Sekunden statt 2 Sekunden stillstehen brauchen, um unsichtbar zu werden. Zudem wird es euch nun möglich sein, als Teemo-Spieler euren Spielern im Busch so richtig auf den Sack zu gehen. Dies ist dadurch möglich, dass eure Tarnung, wenn ihr im Busch seid, durch Bewegung nicht mehr auffliegt. Im Zuge unserer geplanten Apokalypse für 2017 müssen wir natürlich noch weitere Vorbereitungen treffen, die euch als Spieler so richtig betreffen. Als wichtigste Änderung dafür wäre die Änderung und Verstärkung seiner Ultimate genannt. Seine Pilze werden nunmehr 5 Minuten halten, keine 10 mehr. Was hier noch als positive Erfahrung für jeden gläubigen Christen klingt, ist bei näherer Betrachtung der Patchnotes leider nicht mehr der Fall. Anbei möchte ich anmerken, dass wir bei wahrscheinlich auftretenden Albträumen von Satan und kleinen Jordeln nicht in Haftung treten. Folgende neue Eigenschaften werden seine Pilze bekommen. Es ist nun möglich, Pilze zu werfen. Das heißt, Teemo braucht nicht mehr an einem Punkt stehen, um dort seinen Pilz zu setzen, sondern die können geworfen werden. Die Reichweite beträgt erst einmal 300 Einheiten. Aber nein, nicht genug. Pro Level steigt diese Wurfreichweite um jeweils 300 Punkte. Auf Level 6 300, auf Level 11 600, auf Level 16 900 Reichweiten. Das ist weiter als jeder ADC schießen kann. Und als dass das nicht genug wäre, könnt ihr nun Pilze werfen auf andere existierende Pilze. Von diesen existierenden Pilzen wird der geworfene Pilz nun weitergeleitet. Das heißt, ihr werdet ungefähr doppelt so weit werfen können. Der Schaden wird selbstverständlich nicht verringert. Ebenso die Tatsache, dass ihr 3 Pilze tragen könnt. Liebe Freunde, und nun spreche ich frei zu Ihnen im Namen des Volkes. Die Apokalypse naht. Wir müssen uns vereinigen, ob ihr Yorick-Spieler seid, ADC, Midlaner oder auch Jungler. Eins haben wir alle gemeinsam und das ist Satan, aka Teemo, als Feind. In diesem Sinne, viel Glück dort draußen auf den Schlachtfeldern, euer Superbuddy. Kappa, ich kaufe mir jetzt einen Teemo-Skin.